here at Yamaha, we always like to mix up things. We don't like to stay on the common sense. And when I first met Duke from Kingston Custom, we kind of exchanged opinion, ideas on the custom industry. And I found Duke as a person who always tried to push the boundaries and try to break common sense, try to propose something new. Yamaha XV950 ist ein exzellentes Bike von der Linienführung, von der Technik her ist es extrem gut und es lässt sich sehr, sehr, sehr schön noch fahren. Das ist die ideale Basis, hat das Motorrad ein Wahnsinnspotenzial vorhanden. Man kann es perfekt umbauen zu einem Kaffee-Bob, Kaffee-Racer, Scrambler oder zum Bobber. Ja, ich bin sehr stolz, dass Yamaha mich in dieses Yardbuild-Projekt reingeholt hatte. Es ist für jeden Customizer eine besondere Auszeichnung, an einem solchen Projekt teilnehmen zu dürfen und zu können. Das ist was ganz Besonderes. XV950 is engineered for customers to do their own thing. The frame structure is very simple and you can take it into variety of directions such as classic bobbers, even cafe racers, trackers, and this is a great blank canvas for anybody who wants to explore their own personality and creativity. I found this XV950 has got so many possibilities, is almost endless, and we wanted to see what Duke will come up with in terms of design and fine mixture of different concepts on this particular machine. Ich wollte mit The Face ein Bike kreieren für jedermann und das ist ein Mix aus einem Kaffee-Racer und einem Bobber und deswegen heißt er auch Kaffee-Bob. Der Umbau erfolgte ohne was abzuschneiden, ohne Schweißarbeiten, war nicht erforderlich. Das Frame, das Bike ist Standard, ist original. Mein Wunsch war, das Bike so umzubauen, sodass jedermann sich sein persönliches Bike. Alle Parts oder Teile sind sofort zu bestellen, einzeln oder als Kit. You take a very close look, you find all those nice details, which is making this bike into next level. So this fine mixture of a beautiful silhouette and fine details, I found is brilliant, and this is one of the best yard build machine we have now on XV950, and I'm very happy for this.